Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Sieben Stunden bis zum Morgen. Oh fuck, so ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter. Jess! Jess! Weg voll. Ich hoffe, die ist noch nicht tot. Krass, Alter, was geht ab? Oh, wow, das ist klar. Jetzt sei nicht so ein weicher Junge. Oh mein Gott. Mach doch schneller, renn! Oha! Und jetzt? Ja, kein Ding. Komm, ich chill gerade meine Eier ein bisschen. Ist ja nur meine Freundin wohin gefahren. Boah, scheiß drauf. Jessica! Oh, was war das? Oha, ich hätte fast den Totem verpasst. Oha. Oh. Führungstotem, nice. Alter, schon voll. Sag nicht, den hier habe ich verpasst. Wir haben schon viele Toten, eigentlich, dass wir erst 8 Folgen. Ah, das ist jetzt die 9. Folge. Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Was habe ich denn jetzt noch gesehen, Alter? Jessica! Mach doch schneller, Mike. Oh nein!
Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Was zur Hölle? Oha! Hoch mit dir. Schnell. Jetzt komm schon. Komm schon. Springen. Komm zu Papa. Labul. Digga, verreck nicht. In letzter Sekunde, Junge. Shit. Dieser Typ. Nee, wir lassen es. Gott, verdammt! Verklemmter Haufen Schrott! Scheiße, ich muss es schaffen! Ich hasse es. Im Dunkeln alleine. So ein. Ah, okay, geht raus. Guten Tag, Chris. Steh auf. Ash ist sicher in Gefahr. Ashley! Alter. Ash! Ash! Ui. Nicht gut. Nicht gut. Oh nein. Hier ab gerade. Digga. Alter Schwede. Was zum Teufel? Ey, hör mir auf. Ash! Dieser scheiß Rabe-Kopf, ey, nee. Hör auf. Du gehst jetzt sicher auf, bist du eigentlich... Was
Satan vor diesem Psychopathen. Ashley? Ist jemand da? Ashley? Chris ist der verknallt. Ashley, warum? Ja, leg dich zwei Wege. Wir gehen zuerst links ran. Ich hab das Gefühl, ich hab gleich eine Chance der. Oh! Was zum Henker? Giga. Wer tut sowas? What? Oh mein Gott. Totem. Ja moin. Was? Totes Totem. Ey. Okay, hier ist nichts. Okay, geh mir den anderen Weg. Meine Fresse, Alter. Ey, ne. Ash! Das ist krank, Junge. Der ist sicher in diesem Haus, der Psycho. Aber ich das Gefühl, der hat doch was Ashley? Vorbereitet. Weil sonst wäre Ashley noch da. Der hat doch was mit Ashley angestellt. Und mit Josh, weil Josh hat man ja in der letzten Folge auch noch gehört, bevor Ashley ja reingezogen wurde in die Tür. Bevor wir da reingehen. Ich hab Schiss. Das ist zu was. Gehen wir kurz da. Schauen, ob irgendwas ist, ein Totem oder so versteckt ist. Ihr wisst, ich will alle Toten sich mit diesem Film sehen. Ach. Was hat das ein Thema Totem? What the fuck? Giga. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, dann können wir ins Haus. Alter Schwede. Ah nein, noch nicht da. Da vorne. Ey. Meine Fresse. Hallo. Ist das Ashley? Ist Ashley? Wo? Ashley! Gott verdammt! Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß oh mein nicht. Gott, was ist das? What the fuck? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Was kannst du nicht tun? Lass mich bitte, sofort hier runter, du Psychopath! Bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, die
Direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Was? Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, scheiße, oh, nein. Oh Gott, oh Gott, das ist nicht fair. Okay. Alles ist bald okay. Oh, Alter, Kumpel. Oh mein Gott, Fred. Denk drüber nach. Einen Moment. Du lässt mich doch nicht sterben. Gib mir eine Sekunde. Ich kann nicht denken. Ja. Moment. Josh ist sein bester Kumpel. Aber Ashley... Ashley ist verknallt von Chris und Chris ist verknallt von Ashley. Also retten wir Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hol dich da raus. Oh. Danke. Bitte nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist krank. Das will ich mir nur ein, Chris. Nein, Chris. Das ist falsch. Schmetterlings. Chris hat gesagt, er würde Ashley retten. Okay. Das haben wir da nicht gemacht. Mike, Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Mike ist in der weite Eindruck. Jessica widerstand Mikes Anmachen. Da, Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Okay. Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, hol uns hier! What the fuck? Nein, nicht hinsehen! Warum denn nicht, Chris? Bitte sag mir, es geht dir gut! Bitte! Ich komme, Ash, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Josh, was? Mann! Der ist tot! Alter, was? Direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath und er hat eine Säge und es hieß er oder Ash! Warum sollte ich denn was tun? Er hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt! Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Es war meine Schuld, Matt! Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen! Einfach durchgesägt! Hey, wir werden die Sache klären, ich weiß. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen! Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Alter, was war da? Was? Ey, der ist ja noch Psycho. Nee, rauf. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Nein. Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst,
Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich erkenne nicht besonders viel Ehrlichkeit in der Art, wie du spielst. Komm jetzt. Du bist doch auch so ein Psycho. Wie der andere hinter der Maske. Aber warst du das schon? Ich glaub nicht. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Das war so klar. Ja, ich mache weiter. Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Das ist ja nicht real. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Was für ein Geschoss bei Until Dawn. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oi, tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shit. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Acht Stunden bis zum Morgen. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Oh. Alter. Digga. Ey, das war eine krasse Folge, ganze. Nee, Alter. Ich komme nicht immer noch nicht klar. Jetzt noch Wölfe. Das kann doch nicht mehr schlimmer werden. Doch, das andere Vieh, wo wir immer noch nicht wissen, was es genau ist. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Krasse Scheiße, Mann. Ja, dann gehen wir mal rein. Okay.
Boah, wenn das schon so krass ist, ich will gar nicht wissen, wie das neue Game von den Entwicklern von Until Dawn sein wird. Nee, ehrlich. Das hier ist ja schon krass. Da muss ich irgendwie hoch. Nee. Oh, gut. Umschauen und da ist ein Totem. Geil. What the, was war das? Alte Verlust fehlen uns noch zwei Totems. Oh. My gosh. Ehrlichkeit geht runter, scheiße, aber tapfer bin ich aufgegangen. Scheiße, ehrlich ganz runter, scheiße, warum? Ey, warum? Warum ehrlich ganz runter? LOL. Okay, aber Leute, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß nicht, was da oben abgeht, aber ich habe einen Scheiß gefunden in diesem Sanatorium. Darum würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.